So, klappt das? Seht ihr mich alle? Hört ihr mich? Ah, super. Also sehen scheint schon mal zu klappen. Hört ihr mich? Ja? Cool, super. Wow, wir haben hier technisch eine kleine Meisterleistung vollbracht. Wir machen nämlich eine Schaltung von Zoom zu Facebook. Alle Leute bei Facebook, könnt ihr mir sagen, ob ihr mich seht und hört? Ja, ach super. Ach, wie cool, dass das klappt. Wahnsinn. Toll. Hallo, herzlich willkommen an euch alle. Schön, dass ihr da seid. Das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist hier das Bing Bing auszustellen, was bei Zoom immer läutet. Hört ihr das auch alle? Wahrscheinlich ja, ne? Wenn jemand neu reinkommt. Okay. Ich würde gern, bis alle da sind, mit euch eine kleine Übung machen. Ihr könnt einfach direkt mitmachen. Und zwar würde ich gerne mit euch starten mit dem Wahrnehmen von dem, was jetzt gerade wirklich real da ist. Mal raus aus den Gedanken, aus dem Gedankenkarussell, aus den Geschichten. Guck mal, ob ihr wahrnehmen könnt, zum Beispiel, was ihr gerade sehen könnt. Wenn du das, was du siehst, was deine Augen gerade sehen, nicht gedanklich einsortieren musst, dann siehst du vielleicht nur Farben, Schattierungen, Formen. Guck mal, wie sich das anfühlt, zu sehen, ohne drüber nachzudenken. Ohne das zu bewerten oder zu benennen. Was gibt es da zu sehen? Wie fühlt es sich an, einfach nur zu sehen, ohne das gedanklich irgendwo hinzusortieren oder was damit machen zu müssen? Und was gibt es zu hören, wenn du hörst, ohne darüber nachzudenken? Dann kannst du Geräusche wahrnehmen oder Töne. Guck mal, ob du die ein nur wahrnehmen und bemerken kannst, wie sich das anfühlt, wenn du das nur wahrnimmst. Und was gibt es zu spüren? Guck mal, ob du irgendwas vor dir hast, was du in die Hand nehmen kannst. Wenn nicht, kannst du auch deine eigenen Hände spüren. Einfach mal wahrnehmen, was es wahrzunehmen gibt. Wie fühlt es sich an, nicht drüber nachzudenken? Es einfach zu bemerken, mit der Aufmerksamkeit dorthin zu gehen. Mal wahr, wie sich das Wahrnehmen anfühlt. Das Wahrnehmen bringt dich immer ins Hier und Jetzt, in den einzigen Moment, der wirklich existiert. Und das Denken zieht dich in die Vergangenheit, zieht dich in die Zukunft, in Geschichten, die längst vorbei sind oder noch nicht da sind. Und wenn du jetzt in der Wahrnehmung bist, guck mal, ob du warten kannst auf den nächsten Gedanken. Guck mal, was der nächste Gedanke sein wird. Aus dem Gefühl der Wahrnehmung, aus dem Zustand des Bemerkens. Was ist der nächste Gedanke? Und wenn du einen bemerkst, wenn einer auftaucht,
Kannst du dir die zweite Frage der Work stellen? Kann ich absolut sicher wissen, dass dieser Gedanke wahr ist? Und denk mal nicht drüber nach. Warte mal einfach auf die Antwort, die von selber kommt. Kannst du sicher wissen, dass das, was an Gedanken kommt, wahr ist? Die vierte Frage, wer wärst du jetzt ohne diese Geschichte, ohne diese Gedanken? Und meist öffnet sich mit der vierten Frage wieder die Wahrnehmung. Dann kann ich was bemerken, wenn ich nicht im Denken hänge, merke ich, Farben, Formen, Geräusche, Töne, was zum Spüren. Dann könntest du diesen Loop immer weitermachen, warten, bis der nächste Gedanke kommt und kannst du absolut sicher wissen, dass er wahr ist. Und wer wärst du ohne den? Dann kommst du wieder ins Wahrnehmen und kannst vielleicht bemerken, in welcher Fülle du dich schon befindest. Die Gedanken können dir erzählen, dass du erst noch ganz viel machen musst, dich erst noch entwickeln musst, erst noch ein anderer Mensch werden musst oder erst noch ganz viel erreichen musst, bevor du Fülle leben darfst. Und die Wahrnehmung sagt, Fülle jetzt gleich. Nicht erst Fülle vertagen, Fülle später. Aus der Wahrnehmung kannst du die Fülle jetzt schon wahrnehmen. Was gibt's da schon alles? Es ist schon so viel da. Kannst du es bemerken? Die Wahrnehmung und die Fülle, Farben, Formen, Bewegungen, Gerüche, Dinge, die du berühren kannst, das ist alles immer da. Du brauchst es bloß zu bemerken. Du brauchst dich dem bloß zuzuwenden und schon öffnet sich der Raum. Gut. Und jetzt hat es aufgehört, pling, pling zu machen. Vielleicht sind jetzt alle da. Und ich kann euch erzählen, was ich mir da überlegt habe und was ich gemacht habe. Hallo liebe Ina, hier ist kurz die Technik. Hier ist Sina, der, würdest du dich einmal kurz auf die Sprecheransicht stellen? Oben rechts hast du diese Ansicht, weil dann bist du groß und die anderen nicht zu sehen. Wen ihr jetzt hört, das ist Nadja. Hallo Nadja. Hallo ihr Lieben. Meine Mitarbeiterin, die freundlicherweise mir den Rücken frei hält mit der Technik hier. Danke, dass du das machst. Super. Jetzt sag mir nochmal genau, was soll ich machen? Du hast oben rechts so einen View-Button. Da steht Ansicht. Ansicht. Und wenn du da draufklickst, dann gehst du einmal auf die Sprecheransicht. Das ist schon angeklickt. Okidoki. Dann siehst du dein eigenes Bild oben. Nein, ich sehe es groß. Sarah hat es auch super funktioniert mit der Technik. Ja, es sind aber, du bist auch schön zu sehen. Es sind auch andere zu sehen. Und ich fände es sehr schön, wenn nur du zu sehen wärst. Und dann arbeiten wir jetzt, denke ich, einfach mit dem, was wir haben, oder? Ich kann ja nochmal gucken, was gibt es da noch für eine Auswahl? Vollbildmodus wechseln. Probier mal. Was probieren? Nee. Ja, also normalerweise hast du eine Möglichkeit, auf dein eigenes Bild zu gehen und zu drücken, pinnen. Dich selber zu pinnen und. Ach so, pinnen, genau, das sollte man doch irgendwie machen. Warte, wie war denn das vorhin? Da gab es irgendwie drei kleine Pünktchen. Nee. Die sind jetzt aber nicht mehr da. Ist das schlimm jetzt, Nadja? Nee, das ist nicht schlimm. Es ist einfach nur, du bist halt jetzt nicht so schön groß zu sehen wie. Wie wenn du im Vollbild wärst. Und es funktioniert. Ach so. Ja. Okay. Vielleicht fällt es uns ja noch ein zwischendrin. Okay, also. Ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Und zwar habe ich immer mal wieder von Teilnehmern, von Freunden, von Klienten gehört, dass es im Anschluss an ein Seminar oder im Anschluss an Sitzungen
schwer ist, sich selbst zu begleiten. Es gibt auch Menschen, die sich damit gar nicht schwer tun, die fangen einfach so an. Und andere haben es schwer damit, sich entweder zu verabreden, um sich begleiten zu lassen oder jemanden zu begleiten, oder sich selbst mit einem Zettel und einem Leitfaden hinzusetzen und sich mit der Work zu begleiten. Ich fand es immer nicht schwer, deswegen habe ich gedacht, nanu, ist ja komisch, wieso sollen das schwer sein? Und habe es dann aber immer wieder gehört. Ja, es ist so ein Angang, mich hinzusetzen und mir dann irgendwie nur so mit mir alleine. Und deswegen habe ich jetzt Works aufgenommen. Ich habe Audios erstellt, die euch mit den wichtigsten Lebensthemen, zu den wichtigsten Lebensthemen und den häufigsten, am häufigsten auftretenden Glaubenssätzen mit der Work begleiten. Das heißt, ich mache immer eine kleine Einführung in die Work. Du hast also in dem Audio auch die Chance, die Work zu lernen und zu vertiefen. Ich mache eine kleine Einführung in die Work, dann kommt die Work selbst zu dem bestimmten Glaubenssatz. Und dann kommen die Umkehrungen, die gebe ich auch vor, sodass es, also für alle, die sagen, wow, das ist immer so schwer, die Umkehrungen zu bilden, wird das durch das Audio auch sehr leicht. Und ich lasse immer Platz für deine Antworten. Und wenn du mehr Zeit brauchst, um auf deine Antwort zu warten oder bis deine Antwort auf die jeweilige Frage sich einstellt, dann kannst du einfach immer auf Pause drücken in dem Audio und dich wieder dazu schalten, sobald das für dich passt und du deine Antwort gefunden hast. Nadja, magst du uns vielleicht mal die Übersichtsseite zeigen, damit wir das einmal verdeutlichen können? Ja, klar. Damit ihr wisst, was diese wichtigsten Lebensthemen sind, die immer wieder vorkommen. Ich habe jetzt also 10 wichtige Lebensthemen rausgesucht, die in meinen 20 Jahren der Praxis hier vorkommen. Genau, so sieht die Webseite jetzt aus. Und dann haben wir hier, kannst du noch ein bisschen hochscrollen? Mhm. Andersrum, sorry, runter. Genau, hier haben wir jetzt, genau, wir haben also links, ganz links, der Teil ist schon fertig. Familie, Kinder, eigene Kindheit, Eltern und Verwandtschaft. Und das ist das erste Themenkomplex, zu dem ich Audios aufgenommen habe. Und dann gibt es eben noch 9 andere Themen, Gesundheit, Ernährung, Sport, Körper, dann zu Liebe, Trennung und Liebeskummer, Single sein, dann zu Liebe, wenn man in einer Beziehung ist und an der Beziehung arbeiten möchte, zum Thema Geld, zur Rente, zur Sicherheit, zum beruflichen Thema, zum Selbstbewusstsein, Krankheit, Altern, Tod, Schlaf, Zukunft, Freunde und Alltag. Und jeweils in jedem einzelnen Paket sozusagen hast du 10 aufgenommene Works, die ungefähr 30 bis 35 bis 40 Minuten dauern. Nadja, magst du da mal draufklicken auf den ersten, dass wir uns das mal anschauen können? Ich mache das live mit euch. So, mehr dazu, genau. Hier kannst du dann, wenn du da auf dieses Mehr dazu raufklickst, sehen, welches die Glaubenssätze sind, die ich herausgesucht habe. Und was ich schon ausprobiert habe mit Teilnehmern aus meiner Jahresakademie, die haben das schon zum Teil schon alle gehört, ist, du kannst zum Beispiel die Glaubenssätze mehrfach verwenden. Also du könntest, wenn du jetzt sagst, ich bin gar keine Mutter, ich bin gar kein Vater, ich habe aber immer den Gedanken, dass ich keine gute Tochter bin, dann könntest du dir diesen Glaubenssatz umwandeln. Ich sage zwar auf dem Audio immer den Glaubenssatz, ich bin keine gute Mutter oder ich bin kein guter Vater. Du kannst dir aber, ich bin keine gute Tochter, hindenken. Das funktioniert also auch. Und du kannst diese Works auch mehrfach anwenden. Das heißt, wir suchen uns ja zum Worken immer eine ganz konkrete Situation oder meistens eine ganz konkrete Situation aus, so ein Ausschnitt von 20 Sekunden, den du dann vor Augen siehst, ganz plastisch, mit wem warst du da wo, in dem Moment, wo dieser stressige Gedanke aufgetaucht ist. Und dann führe ich dich, wenn du diese Situation vor Augen hast, in dem Audio durch die Work durch
Und du hast quasi die Work gemacht mit dieser Situation. Und sollte dieser stressige Glaubenssatz später nochmal auftauchen, kannst du dir einfach eine andere Situation vor Augen führen und die gleiche Work wieder machen. Das heißt, diese Audios haben nicht ausgedient, wenn du sie alle einmal durchgemacht hast, sondern du kannst sie entweder leicht abwandeln oder mit neuen Situationen wieder machen. Genau. Nadja, kannst du mal ein bisschen, genau, super. Ach so, was ich noch erzählen wollte, war, wenn, kannst du noch mal zurückmachen, bitte? Mhm. Wir haben es nicht geprobt. Noch ein Stück? Mhm. Auch die Glaubenssätze, dass wir die sehen können? Ja. Ich habe zu jeder Work vorher eine kleine Einleitung gemacht, sodass du immer noch mal mit dem Wesentlichen, was es braucht, um eine Work zu machen, konfrontiert wirst, nochmal daran erinnert wirst. Und das habe ich dir auch, bevor die Work losgeht, aufgesprochen. Und diese Teile, diese Einführungen in die Work, sind alle verschieden. Du hast also 10-mal verschiedene Einführungen in die Work. Und wenn die Work vorbei ist, gibt es auch nochmal so einen kleinen Nachtrag, was du jetzt damit machen kannst, was du beachten kannst. Und die sind auch jedes Mal verschieden. Das heißt, ich stelle mir vor, dass du dadurch auch sehr gut die Work lernen kannst oder auffrischen kannst, falls du sie eine Weile nicht gemacht haben solltest. Und ich habe versucht, in diesem 10er-Paket, also mit diesen 10 Glaubenssätzen, alle Unterfragen, die jemals aufgetaucht sind, seit ich die Work kenne, also seit 20 Jahren arbeite ich mit der Work, die dort alle reinzubringen, dort, wo sie passen, sodass ich dir sozusagen einen ganz breiten Fächer bieten kann an Unterfragen, an wie so eine große Farbpalette. Und auch, was ich auch immer wieder gehört habe, war bei den Umkehrungen, oh, jetzt muss ich da Beispiele finden. Und dass das auch manchmal Menschen schwerfällt, die Beispiele für die Umkehrungen zu finden, wenn sie nicht einen erfahrenen Begleiter vor der Nase haben. Und ich habe euch sozusagen versucht, mit noch mehr Fragen bei den Umkehrungen Stütze zu sein, um euch auf Ideen zu bringen, was Beispiele sein könnten für die Umkehrung. Also ich finde es super, wie ihr seht, ich bin ganz begeistert. Und ich hoffe, dass es euch auch so geht, dass ihr das auch toll findet. Und ich freue mich auf eure Rückmeldungen, wenn ihr das gehört habt. Denn ich mache das Paket, das seht ihr jetzt ja auch links im Bild, jetzt erstmal unglaublich günstig für 39 Euro für einen Monat lang. Für diesen einen Monat wünsche ich mir, wenn ihr das Paket jetzt erwerbt, dass ihr mir Rückmeldungen gebt. Nadja, kannst du mal, ich verwechsel immer hoch und runter scrollen. Genau, super. Ah, auf der Übersichtsseite gibt es unten ein Kommentarfeld. Da freue ich mich, wenn ihr mir alles reinschreibt, wie ich entweder das Produkt verbessern kann, was euch noch fehlt, was da noch hin könnte oder auch alles, was super funktioniert hat, was euch geholfen hat. So, dann kann ich nämlich dieses Audiopaket verbessern und nach einem Monat dann abschließen und dann kostet es 59 Euro. Genau. Das heißt, ich wünsche mir von euch, wenn ihr das jetzt kauft, dass ihr mir dann irgendwann dort in dieses Feld eure Kommentare reinschreibt, was immer ihr gerne verbessert haben möchtet oder Sachen, von denen ihr sagt, wow, das funktioniert schon richtig super. Okay, dann haben wir auf dieser Übersichtsseite auch noch so ein FAQ angelegt, die Frequently Asked Questions. Ist das ein Zungenbrecher? Die häufig gestellten Fragen. Und wenn du irgendeine Frage hast, guck erst mal dort. Vielleicht haben wir es dort ja schon stehen. Genau, super, Nadja macht da gerade mal was auf. Und wenn du im Kommentarfeld was reingeschrieben hast, wo wir sagen, oh Mann, super Hinweis, ne, dann übernehmen wir das dort in diese häufig gestellten Fragen hinein. Gut. Was fehlt noch? Wir wollten noch reinhören. Wir haben natürlich auch eine Hörprobe eingefügt. Die ist jetzt da in dem ersten Paket, was schon fertig ist. Genau. Willst du da mal drauf gehen?
Meine Familie kritisiert mich. Das ist der erste Glaubenssatz. Hallo und herzlich willkommen. Diese geführte Work kann dir neue Sichtweisen schenken und Frieden in ein belastendes Thema bringen. Da wir uns nicht gegenüber sitzen und ich dich nicht sehen kann, gebe ich dir einige Hinweise, die dich unterstützen können, dem Prozess zu folgen. Du brauchst nichts als einen ruhigen, bequemen Platz und einen offenen Verstand. Vielleicht Stift und Papier, falls du dir etwas aufschreiben möchtest. Okay, das ist so ein bisschen die Einführung. Kannst du mal ein bisschen vorgehen auf vielleicht einen Teil, wo die Work schon anfängt? Also wie ihr vielleicht hört, ich war dafür im Studio. Das heißt, ein Tonmeister hat das hinterher auch alles schön gemacht, sodass diese Audios auch eine Hörbuchqualität haben. Da haben wir uns gerade auf eine Pause zugeschaltet. Warte auf eine ehrliche Antwort, auf ein Ja oder Nein. Kannst du wirklich hundertprozentig sicher wissen, dass deine Familie dich kritisiert? Dann ist genügend Platz, damit du deine Antwort finden kannst. Scheinbar wirklich genügend. Genau, jetzt kommt es mir natürlich extra lang vor. Angst über sie, wenn du glaubst, dass das, was sie sagen, eine Kritik ist. Schaust du dir in Ruhe an. Wie gehst du dann mit ihnen um? Okay, also ihr merkt, da ist genug Zeit, dass ihr euch zurücklehnen könnt und entspannt auf eure Antwort warten, auf die jeweilige Frage. Und wie ihr jetzt unter der Hörprobe seht, gibt es auch noch einen Bonusteil, der eine Meditation für eine schnelle Entspannung stressiger Gefühle hat. Und ich habe mich getraut, das hier mal hinzuschreiben, auch schmerzlindernd und schmerzlösend wirkt. Ich habe da eine Weile überlegt, ob ich das da hinschreiben möchte, ob ich das verantworten kann. Ich habe das jetzt aber so oft gehört von Klienten und Seminarteilnehmern und auch von meiner ganzen Jahresakademie, dass ich gedacht habe, ich traue mich einfach mal, das tatsächlich hier mit hinzuschreiben. Ich kann natürlich kein Heilsversprechen abgeben, aber probiere es einfach mal aus. Ich merke auch immer wieder, dass es wirklich Schmerzen leichter werden durch diese Meditation. Dann findest du den zweiten Bonusteil, ist eine kurze Work, die du bei jedem Thema anwenden kannst. Da lautet der Glaubenssatz nämlich, es sollte anders sein. Und das passt auf jede stressige Situation. Denn du hättest keinen Stress, wenn da nicht Gedanken wären, die das irgendwie anders haben wollen, als es gerade ist. Oder? Dann gibt es eine kurze Work zum Thema alles scheiße, jetzt mal so umgangssprachlich. Wenn du also das Gefühl hast, hier ist totale Ende der Fadenstange, hier geht es nicht weiter, dann könnte dir diese Work helfen. Und dann gibt es noch eine Erklärung zu den drei Angelegenheiten von Byron Katie, da die auch immer wieder vorkommen in den aufgesprochenen Works, habe ich mir gedacht, ich erkläre es auch noch mal kurz oder mache es noch mal deutlich, wie das zu verstehen ist. Gut, das heißt, in dem Paket zu Eltern, Familie, eigener Kindheit, hast du die 10 Works zu den 10 Glaubenssätzen und diesen Bonusteil. Nadja, könntest du noch mal auf die Übersichtsseite gehen? Genau. Was mich auch freuen würde, wenn ihr Lust habt, das Ganze mitzugestalten, es ist ja jetzt gerade erst im Entstehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel sagst,
Boah, hier der Teil zu Krankheit, Altern, Tod und Schlaf, der interessiert mich besonders. Schick mir gern deine Glaubenssätze, vielleicht die, die du schon immer mal versucht hast aufzulösen und die sich aber hartnäckig halten. Oder zu den anderen Teilen, dann finden sie vielleicht Eingang in die Audios. Dann sammle ich die und sortiere die dann. Und genau, da freue ich mich, wenn ihr Lust habt, daran mitzuwirken. So, habe ich was vergessen? Habt ihr Fragen dazu? Ist das klar? Habe ich das irgendwie klar erklärt? Sagt euch das was? Ich gucke jetzt hier auch mal bei Facebook rein. Ist euch klar, was ich da gemacht habe? Könnt ihr euch davon ein Bild machen? Wenn ihr euch über Zoom eingeschaltet habt, könnt ihr auch im Chat, glaube ich, was schreiben. Ich gucke jetzt hier mal rein. Da waren ein paar Hände so lala, aber es gab auch Daumen hoch. Ralf sagt, ich finde die Seiten gar nicht oder ist es noch gar nicht online? Es ist online, aber wir zeigen es euch hier gerade und im Anschluss daran posten wir es bei Facebook rein, den Link. Schön, also scheinbar könnt ihr was damit anfangen. Und ich freue mich auch, dass ich das so günstig anbieten kann, ich stelle mir zumindest vor, dass ich das jetzt so gut wie jeder leisten kann und das einfach für sich zu Hause immer wieder machen kann. Ihr könnt was damit anfangen. Also bei Facebook sieht es so aus, als könntet ihr damit was anfangen. Super. Es gibt hier ein paar Fragen, Ina. Soll ich dir die vorlesen? Kannst du die beantworten im Chat? Im Chat, sag mal. Schön erklärt. Einmal gekauft, stehen mir die Audios immer zur Verfügung. Mhm. Ja, ach, da sind die Fragen. Ich sehe es, okay. Man lädt die sicher runter, ne, Nadja? Das heißt, das sind Downloads, sind ja keine CDs, sondern wenn du auf jetzt für 39 Euro klickst, wirst du zu dem Anbieter Digistore 24 weitergeleitet. Magst du das einmal aufmachen? Ja, super. Genau, dorthin. Und der bietet dir dann, wenn du bezahlt hast, einen Download an. Du kriegst das über Mail irgendwie mit diesen super sicheren Double Opt-in. Kriegst du dann per Mail den Download und kannst das dann auf dein, glaube ich, dreimal runterladen, auf deinen Rechner, auf dein Handy und noch irgendwo hin, sodass du das auf jedem Gerät, was du hast, dann abspielen kannst. Und dann gehört es, genau, das gehört dir. Das ist dann auf deinem Gerät fest installiert, in deinem Download-Ordner wahrscheinlich. Genau. Gibt es noch mehr Fragen? Bis wann sind alle Pakete fertig? Was haben wir da hingeschrieben, Nadja? Ich glaube, genau, hier, wir haben April 21. Ich bin guter Dinge, dass wir das auch schaffen. Jeder Themenbereich, genau, hier steht, ich sehe gerade die Frage, jeder Themenbereich kostet dann separat. Genau, jeder kostet im ersten Monat 39 Euro und dann danach 59. Ihr könnt euch da jetzt vormerken lassen, wenn ihr bestimmte Präferenzen habt, dann müsst ihr nicht dauernd nachgucken, ob das schon online ist, sondern bekommt von mir quasi eine Mail, wenn es fertig ist. Und dann könnt ihr euch das wieder für die günstigeren 39 Euro kaufen und mir bitte wieder Rückmeldung geben, wie ihr es findet oder ob da noch irgendwas gebraucht wird. Frage ist, ob nicht jeder sogar mit dem Thema der eigenen Kindheit beginnen sollte. Also, ich will euch natürlich nicht sagen, was ihr solltet, sondern guckt einfach, wo ihr euch angesprochen fühlt. Wenn ihr jetzt gleich neugierig seid, dann gibt es nur im Moment nur das eine. Und vielleicht könnt ihr euch ja sogar mehrere leisten. Genau. Hier ist noch eine spannende Frage. Komme ich nur über Facebook ran
Und wenn das okay ist, würde ich die kurz beantworten. Bitte, ja. Wir posten gleich auch hier in den Chat den Link und den Text dazu, dass ihr eben nicht nur über Facebook rankommt, sondern auch alle, die heute hier in der Zoom-Konferenz sind, den Link schon dazu haben. Genau, es steht ja auf der Homepage. Aber wir haben es nicht irgendwo im Menü verlinkt, ne? Deswegen sieht man es da noch nicht. Es wird in den nächsten Tagen dann unter dem Reiter der Einzelsitzungen zu sehen sein, weil es im Grunde ja Einzelsitzungen sind, geführte Einzelsitzungen, die natürlich eine reale Work, wenn wir uns gegenüber sitzen, nicht wirklich ersetzen können. Aber ich hoffe doch, dass sie schon gut weiterbringen. Also die Testhörer, die es gehört haben, fanden es super. Hier ist noch eine Frage bei Facebook. Jedes Modul kostet je Monat dann 59 Euro, ist die Frage. Genau, im ersten Monat 39, genau. Genau, aber wenn man es einmal gekauft hat, also um die Frage zu beantworten, wenn du einmal das für 39, wenn es rausgekommen ist, gekauft hast, hast du darauf lebenslangen Zugriff. Wenn du das für 59 kaufst, dann hast du darauf auch lebenslangen Zugriff. Also du musst nicht jeden Monat erneut für das Paket bezahlen, um das zu nutzen. Ja, ach, das war die Frage. Nein, natürlich nicht. Nein, die gehören dir dann. Du hast die auf deinem Gerät und kannst die lebenslang benutzen. Genau. Gut, war es das an Fragen? Super. Schön, dann können wir unseren Loop vom Anfang einfach nochmal machen, oder? Wolltest du noch das Begleit-PDF, Ina? Ach, das Begleit-PDF, danke Nadja, super. Genau, wir haben uns nämlich, oder besser gesagt, Nadja hat euch noch ein schönes Begleitblatt gestaltet, was ihr euch ausdrucken könnt, wenn ihr möchtet, während ihr die Work hört, dass ihr sozusagen eure Notizen da drin schon machen könnt. Die erste Seite sieht so aus, dass du dir die konkrete Situation da oben reinschreibst, von der ich schon erzählt habe. Also das, wo bist du da in dem Moment, wo der stressige Gedanke aufgetaucht ist? Dann kannst du deinen Glaubenssatz da eintragen und dann deine Notizen machen zu den jeweiligen Fragen. Dritte Frage, vierte Frage. Und dann, wenn du uns das zweite Blatt zeigst, genau, zu den Umkehrungen, hast du dann auf dem zweiten Blatt oder auf der Rückseite, je nachdem, wie du das ausdruckst, Platz, deine Notizen zu machen. Da habe ich mir vorgestellt, dass das sehr übersichtlich so funktionieren kann. Diesen Download bekommst du auch da bei dem Digistore. Da gibt es dann drei Produkte. Das eine sind die 10 Works, das andere ist dieses Begleitblatt und das dritte sind das Bonusmaterial. Ne? Ich gucke jetzt nochmal, ob es noch Fragen gibt. Nee. Sind die Boni unterschiedlich? Okay. Also es gibt diese vier Bonusteile, die sind in jedem Paket, in jedem 10er-Paket die gleichen. Die Works sind immer verschieden, die Bonusteile sind immer die gleichen. Die halte ich einfach für ich halte die einfach für gut, dass ihr die noch habt und wollte euch die zur Verfügung stellen. Und deswegen sind die in jedem Paket dabei. Habt ihr noch Fragen dazu? Hier ist noch eine gute Frage. Der Jahreskurs deckt die Themen ab, Fragezeichen. Sag nochmal bitte, wo ist denn die Frage? Bei Zoom, ob der Jahreskurs die ganzen Themen abdeckt. Was ist der Jahreskurs? Meint ihr den Online-Kurs zur Jahresakademie? Break Beta. Der Jahreskurs deckt die Themen ab. Da weiß ich nicht genau, was du meinst. Also könntest du mir das vielleicht nochmal konkretisieren, die Frage? Meinst du den Online-Jahreskurs? Loslassen?
Ihr könnt auch nachher, wir lassen es noch einen Moment offen, eure Fragen noch stellen. Auch bei Facebook könnt ihr sie noch stellen. Und wir beantworten die dann noch. Hat geschrieben, ja, genau. Ich glaube, es geht dann um den Online-Kurs. Ja, genau. Okay, gut. Der ist ja ein Jahreskurs zum Loslassen. Genau. Da drin kommt die Work auch vor, aber nicht ausschließlich. Da gibt es noch zusätzlich jede Menge Möglichkeiten, auf andere Weisen loszulassen. Jede Menge Tools, die man lernen kann, wie zum Beispiel auf eine gute und freundliche Weise Nein zu sagen oder um das zu bitten, was man gerne hätte. Und das hat jetzt nicht so direkt mit der Work zu tun, ist aber noch zusätzlich sozusagen im Online-Kurs vorhanden. Ist nicht deckungsgleich. Ah, da ist der Link schon. Super, vielen Dank. Okay, achso, wir haben noch die Verlosung. Nadja, wie verlosen wir jetzt? Wir haben drei Möglichkeiten zu verlosen, ne? Drei Codes. Stimmt's? Genau. Wollen wir die Verlosung machen? Ja! Ja! Wollen wir die Verlosung machen? Ja, pass auf, dann mache ich einfach meine Augen zu und gehe hier irgendwo. Ich habe hier auf meinem Handy das Facebook offen, Facebook-Übertragung, und gehe einfach irgendwo drauf, oder? Genau, wir müssen aber ja auch die Leute, die bei Zoom dabei sind, mit einbeziehen. Genau. Das heißt, ich mache jetzt einmal, gehe ich bei Facebook drauf und dann gehe ich einmal bei Zoom drauf. Super. Und wir hatten gesagt, drei heißt, wir müssen mal eben gucken, wo mehr Leute sind, dass das fair ist. Oder du entscheidest einfach irgendwas. Kannst du sehen, wo, wie viele Teilnehmer anwesend sind? Moment, ich versuche die Information zu erhalten. Eine Sekunde. Bei Zoom wäre es cool, alle, die bei Zoom dabei sind und die an der Verlosung teilnehmen wollen, wenn ihr noch mal kurz da was rein postet in den Chat, dann kann ich da besser drauf tippen. Die Lostrommel rühren sozusagen. Okay, super. Gut, dann geht's jetzt los mit Facebook. Ja, sonst wollte er die Augen zumachen. Thekla Hielscher. Juhu, herzlichen Glückwunsch. Du bist eine Gewinnerin über Facebook. Mit Augen zu ausgelost. So, jetzt der Chat über Zoom. So. Birte. Da habe ich leider keinen Nachnamen jetzt. Birte. Birte kann ich sonst auch persönlich anschreiben über Zoom. Toll. Wo sind jetzt mehr Teilnehmer? Bei Zoom oder bei Facebook? Kann ich leider nicht herausfinden. Würde ich sehen, okay. Aktuell würde ich sagen bei Zoom. Bei Zoom. Dann machen wir noch einen für Zoom. Dagmar. Kannst du auch anschreiben? Ja, ich schicke euch jetzt in einer privaten Nachricht im Zoom-Fenster den Gutscheincode, den ihr beim Auschecken bei dem Digistore angeben könnt. Und wenn ihr das dann an der Kasse, da wird ihr gefragt, ob ihr einen Gutscheincode habt, angegeben habt, dann wird euch der Preis reduziert. Das war Birte und wer war die andere Person? Okay, super. Ina, wer war die zweite Person? Thekla, wer war die zweite Person bei Zoom? Birte und Dagmar. Dagmar, danke. Okay, und wenn ihr jetzt keine weiteren Fragen habt, können wir einfach den Loop von vorher nochmal machen, oder? Ja, wollt ihr? Hat sich das gut angefühlt? Zum Abschluss. Guck nochmal, ob du wahrnehmen kannst, was es gerade wahrzunehmen gibt. Raus aus dem Kopf, raus aus der Gedankenschleife.
einmal bemerken, jetzt hier gerade, was ist real wirklich da? Jenseits von den Geschichten, die im Kopf auftauchen. Was kannst du wirklich bemerken? Deine Augen sehen irgendwas, Farben, Formen, Schattierungen, Licht, hell, dunkel. Wie fühlt es sich an, wenn du das nur bemerkst, ohne drüber nachzudenken? Guck mal, ob du das wahrnehmen kannst, wie es sich anfühlt. Und was kannst du gerade hören? Wenn du nicht drüber nachdenkst, keine Gedanken hast dazu, was gibt es dann jetzt zu hören, wenn du einmal lauschst? Wie fühlt es sich an, jetzt hier gerade ganz präsent, mit dem zu sein, was du real hören kannst? Dann guck mal, ob du irgendeinen Gegenstand hast, den du berühren kannst. Oder nimmst du einfach deine Hände. Irgendwas, was du gerade spüren kannst, wenn du nicht drüber nachdenkst, sondern deine Aufmerksamkeit einfach dort in deine Hände lenkst und wahrnimmst, ohne nachzudenken. Einfach ganz hier sein, ganz jetzt sein mit dem, was du spüren kannst. Nimm mal wahr, wie es sich anfühlt. Nicht in der Geschichte zu hängen, sondern ganz mit dem zu sein, was real da ist. Und aus dieser Wahrnehmung heraus, schau mal, welcher Gedanke als nächstes auftaucht. Du kannst ganz entspannt auf den nächsten Gedanken warten und den auch einfach nur wahrnehmen, ohne dagegen zu sein oder dafür. Nur bemerken, ah, kommt ein Gedanke, die tauchen ja einfach so auf. Dann kannst du dir den betrachten, diesen Gedanken. Vielleicht kennst du den ja auch schon. Und dich fragen, kann ich wirklich sicher wissen, dass dieser Gedanke wahr ist? Ist das eine Wahrheit? Warte auf deine Antwort. Finde die nicht mit dem Verstand. Kannst du es wirklich sicher wissen? Und wer wärst du jetzt ohne diesen Gedanken? Oder die ganzen Gedanken, die da eben aufgetaucht sind? Wer wärst du jetzt ohne Denken? Und finde auch diese Antwort nicht mit deinem Verstand. Das ist vielleicht ein Körpergefühl. Wer bin ich gerade jetzt hier, wenn ich mal nicht denke? Wie fühlt es sich an? Was kannst du wahrnehmen, ohne denken, wenn deine Aufmerksamkeit mal nicht abgesaugt ist durch Gedankenprozesse? Was kannst du dann alles bemerken? Und wie fühlt es sich an, das im Jetzt und Hier so zu bemerken? In dem einzigen Moment, den es wirklich gibt. Wie fühlt sich dein Körper an? Wie fühlt es sich an, jetzt und hier in der Wahrnehmung zu sein, ohne zu bewerten, ohne drüber nachzudenken und wenn Gedanken auftauchen, die auch nur zu bemerken?
Wie wäre dein Leben immer, wenn du nicht tatsächlich nichts nachdenken musst, keinen praktischen, produktiven Gedankenprozess zu durchlaufen hast, dann dich in diesem Loop zu befinden und das Leben mit deinen Sinnen wahrzunehmen, auf eine sinnliche Weise zu erleben, mit allem, was du hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen kannst. Wie wäre das? Vielleicht magst du das mitnehmen in den Rest dieses Tages und in die anderen Tage, morgen, übermorgen. Wenn dir das gut getan hat, dein Leben im jeweiligen Jetzt zu verbringen und dich nicht durch Denken zu erleben oder das Leben durch Denken zu erleben, sondern durch sinnliche Wahrnehmung. Und vielleicht zu merken, dass du schon in einer ziemlichen Fülle lebst, dass schon so viel da ist, dass du dich gar nicht erst abrackern musst, um irgendwohin zu gelangen, um dann am Ende irgendeiner Kette Fülle zu erleben. Sondern wann immer du Fülle erleben willst, jetzt gleich Fülle erleben kannst. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die hier noch stellen oder auch bei Facebook noch stellen. Lasst es euch gut gehen. Alles Liebe. Und ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Audio. Einfach loshören. Tschüss und guten Start ins neue Jahr. Ciao.